Töten eines Vampirs. Vampire sind allergisch gegen Silber und Holz. Sonnenlicht verbrennt ihre Haut. Silber, Kugel und Holzstücke sind zwei der wenigen Wege, sie zu töten. Ein Vampir muss dabei direkt ins Herz getroffen werden. Ja, ja. Ups. Ich war's nicht. Das war bestimmt jemand anderes. Noch ein Wappen. Ah ja. Also ein weiteres Fragment. Was haben wir hier? Hüllbild. Schmetterling. Faunfeder brauchen wir nicht. Überraschend. Ein Tambourin. Mal wieder, ne? Ohne Stöcke kann man nicht trommeln. Ich will auch nur die Trommel haben. Das steht doch da unten. Naja, das Sack müssen nehme ich mal mit. Das Pferd nehme ich auch mit. Den Sarkophag, den Schmetterling. Den Globus. Das Schiff aus der Flasche. Ja, ich habe einen Hammer, aber... Oh, das will ich haben. Das will ich haben. Oder das hier. Nehme ich alles mit. Damit berührt das Schiff aus der Flasche. Ich hätte es auch einfach auf den Boden fallen lassen können, aber nein. Das Fernglas. Schildi. Du bist doch Bennos Kröte. So, da ist der Stock. Einer. Natürlich liegen die verschieden. Jetzt in der Ordnung wie bei Himmels und zum Sofa. Haben die Trommel, blaue Feder. Blaue Feder ist hier. Ein Staubwedel. Ja, den gibt es ja wahrscheinlich gar nicht, so wie es aussieht. Hier, Spinnweben, Spinnweben. Hier wahrscheinlich eine meterdicke Staubschicht auf dem Tisch. Das ist ein singender Fisch. Klar. Ja, hier ist nichts drin. Ein Schmetterling fehlt auch noch. Da ist der Schmetterling. Da aussah wie ein Skorpion. Ha. Ist das nicht der Staubwedel? Nicht? Ich will diese Schwerter haben, verflucht. Dabei kann ich den Vampir auch töten. Einfach köpfen. Dann saugt der auch kein Blut mehr. Naja. Wo ist der Staubwedel? Hupsi. Das stumpfe Jagdmesser kriegen wir. Naja. Ach Gott. Morgen fahre ich nach Medvedja. Ich brauche Urlaub. Der dortige Fluss, die Morava, ist zu dieser Jahreszeit besonders schön. Dort bekomme ich immer meinen Kopf frei. Noch schöner wäre es natürlich, wenn los mit mir käme. Doch leider werde ich alleine verreisen. Ich bin mit Medvedja angekommen. Ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen, aber es hat sich kaum etwas verändert. Ich ruhe mich ein wenig aus. Morgen früh gehe ich an den Fluss und angle mir einen geilen Fisch. Als ich heute Abend durch die Stadt gelaufen bin, erschienen mir die sonst so vertrauten Straßen irgendwie fremd. Irgendwie unheimlich. Als würde ich von einem dunklen Schatten verfolgt. Als ich heute in der Taverne saß, sah ich einen Mann. Er beobachtete mich die ganze Zeit und ich fühlte mich wieder verfolgt. Die Einwohner sagten, sein Name sei Arnaud Pavle? Wahrscheinlich Pavle. Und riet mir, mich von ihm fernzuhalten. Sie sagten, er sei seit seiner Rückkehr nicht mehr der Alte. Sie schienen sich zu fürchten, seinen Namen zu nennen. Und es ist nicht Voldemort. Dieser Mann machte mich neugierig, deshalb stellte ich mich ihm vor. Er scheint jetzt kürzlich nach seinem Militärdienst nach Medvedja zurückgekehrt zu sein. Er hat keine Angehörigen und lebt alleine. Hoffentlich finde ich bald mehr über ihn heraus. Er scheint Schwierigkeiten zu stecken und vielleicht wäre es besser, wenn ich mich fernhielte. Aber ich bin zu neugierig, einfach zu blöde, um einfach mal aufzupassen, was ich mache. Letzte Nacht wurde ich von einem lauten Geräusch geweckt. Ich sprang aus dem Bett und wurde plötzlich angegriffen. Ich war wie gelähmt und konnte mich nicht wehren. Ich weiß noch, dass ich fürchterliche Schmerzen hatte, doch da muss ich ohnmächtig gewesen sein, bis ich heute Morgen aufgewacht bin. War das alles nur ein Traum? Ich glaube, ich erinnere mich irgendwie. Es fühlte mich, als würde ich sterben. Doch nun fühle ich mich so stark.
Okay, meine Theorie ist bewiesen. Eure wahrscheinlich auch schon, hä? Ja, da komme ich her. Hat's noch wer? Das Buch hatten wir eben. Sonst ist hier nichts mehr. Okay, da ist Müll drin. Der fehlende Teil des Medaillons. Alexanders Tod war nur der Beginn einer Mordserie. Hier ist es. Ich kann das nicht mitnehmen. Und das habe ich da jetzt gerade eben. Achso, ein Wappenfragment. Nummer 4 von ich weiß nicht wie viel. Sonst haben wir hier drin nichts mehr. Nee, gut. Neues Ziel, betritt den Schlosssaal. Ob hier das Finale ist? Das Wappen an der Tür fehlt. Wo sind die Teile? Im Inventar, du Idiot. Und wahrscheinlich habe ich nicht alle. Natürlich nicht. Ein Teil vom Wappen fehlt mir natürlich. Und wo bekomme ich das? Ich habe immer noch nichts um die. Der Knauf fehlt. Ah. Was haben wir denn da? Zange. Das funktioniert nicht? Willst du mich verarschen? Ich habe eine Zange, mit der ich die Platte hier anheben kann. Ja, und die Platte zu entfernen. Zange. Messer. Der veräppelt mich doch hier. Ach so, okay. Jagdmesser ran, an den Schleifstein. Ach, damit könnte ich töten. Verschwenden muss man den Wein ja auch nicht unbedingt. Ich denke nicht, dass hier noch irgendwo was ist, ne? Immer noch im Geheimzimmer. Was denn? Peters Büro, Schlosseingang, Weinkeller. Ach, Moment. Kann ich hier noch? Nee, kann ich nicht. Hier geht auch nichts mehr. Die ist noch immer tot. Was sie auch bleiben wird. Wo soll denn dieses letzte Fragment sein? Ich würde eigentlich denken, dass es hier irgendwo noch ist, aber Frage ist wo? Denn laut Karte ist ja irgendwas. Nur was? Da wird doch garantiert jetzt wieder, wenn ich das Buch anwähle. Ja, da ist nichts Neues. Auch sehr doof hier, ne? An der Höhenwand steht das Wort Labyrinth. Was bedeutet das? Was wohl, ne? Haben wir doch gesehen. Schutzmaßnahmen gegen Vampire. Ich habe das Jagdmesser, oder nicht? Hier kann doch nichts mehr sein. Das Buch haben wir uns angesehen. Da ist nichts mehr im Buch. Okay, das Buch irgendwie aufschneiden oder weg. Ja.
Kein Schimmer, was ich hier mit dem Buch noch machen soll. Ich glaube, hier ist es ein kleiner Bug, der mir anzeigt, da wäre was, aber da ist nichts mehr. Ich zumindest glaube nicht, dass da irgendwas bleibt. Mal hier. Ach ja, die Muskete ist übrigens auch weg. Toll. Die Lampe ist zu heiß zum Anfassen. Zange? Zange. Nicht. Ja. Ich will die Lampe mitnehmen. Die kann ich doch garantiert gebrauchen. Hier haben wir auch nichts mehr. Nee, das geht nur dahin. Ah, ja, witzig, ne? Nach unten oder nach links? Das führt uns genau in dieselbe Richtung. Unnötig. Hier, das kann auch gegen den Vampir helfen. Morgenstern. Der Kutscher hatte wahrscheinlich nichts mehr bei sich. Nein, ich wollte nicht zurück. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Nö. Das muss doch mit der Zange funktionieren. Wieder mit dem Messer, noch mit der Zange. Was soll ich jetzt bitte machen? Hier, Zange. An Platte. Das hat zu funktionieren, verflucht. Das ist eine Zange für eine heiße Platte. Meine Güte. Obwohl das Geländer aus hochwertigem Hartholz gefertigt ist, ist es ihm gelungen, es zu beschädigen. Ja, und jetzt? Ja. Ja. Wir haben einen Flock. Tok, tok, tok. Wir sind der Friedhofswärter. Das haben wir gelesen. Da kamen wir her. Das will ich euch nicht hier mit rausnehmen. Hä? Habe ich gerade eben da das Papier rausgeholt? Komisch. Brauche ich jetzt wieder ein Stück oder nicht? Hier haben wir sonst nichts mehr, ne? Wohl nicht, gut. Wo ist bitte das letzte Stück vom Wappen? In den Statuen hier ist auch nichts, oder? Über ein System durchsichtiger Rohre mit der Tür verbunden. Die Rohre sind leer. Ah ja. Das ist da auch noch ein Weg, oder nicht? Im Büro ist auch noch irgendwas. Und im Weinkeller. Aber was? Wir sind im Büro. Hast du hier irgendwas machen können mit dem Amulettstück oder was? Oder nicht, hä? Komisch. Was genau machen wir hier jetzt, bitte?